Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch diese Woche mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Diese Woche schauen wir uns eine besonders prägende und sehr alte Anlage an, wenn auch das Video schon ein paar Tage älter ist. Es gibt heute also wieder sehr viel zu berichten und ich schlage euch vor, kommt am besten mit auf Tour und den Rest erfahrt ihr gleich im Video. Solltet ihr übrigens Lust haben auf verlassene Orte generell und vor allem hier aus dem Osten Deutschlands, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Schaut doch gerne auch mal auf unseren Kanal, dort findet ihr so einige verlassene Orte. Aber nun, rein ins Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die letzten Überreste der Landmaschinenfabrik von Rudolf Sack. Rudolf Sack erblickte das Licht der Welt am 7. Dezember 1824, also vor fast 200 Jahren. Er wuchs auf dem Land auf und musste nach dem Tod des Vaters schon während seiner frühen Kindheit in Haus und Hof helfen. Auch als er erwachsen wurde, arbeitete er auf verschiedenen Höfen und Gütern. Während dieser Zeit stellte er mehr und mehr fest, dass der technische Fortschritt überall voranschritt, nur leider in der Landwirtschaft stagnierte so manche Verbesserung. Die meiste Technik war einfach nicht mehr zeitgemäß und noch aus Holz, was zu diesem Zeitpunkt irgendwie rückständig wirkte. Er wollte diesen Missstand nicht länger hinnehmen und beschloss mit Hilfe des hiesigen Dorfschmiedes 1850 seinen ersten Flug aus Metall zu bauen. Mit Erfolg. Vier Jahre später, 1845, konnte man bei ihm diesen Flug erstmalig bestellen. Seine Ideen waren sehr gefragt und er traf den Nerv der Zeit. Immer mehr Geschäftsleute, Interessenten und Auftraggeber kamen auf ihn zu. In London entstand sogar eine Zweigstelle, sodass auch dort seine Flüge produziert wurden. Mit Empfehlung des Leipziger Unternehmers und Rechtsanwalts Karl Heine gründete Sack im Mai 1863 seine Landmaschinenfabrik Rudolf Sack. Zu dieser Zeit hatte er gerade einmal 5 Angestellte und die Räumlichkeiten in der alten Straße in Plagwitz waren gemietet. Das sollte sich schon bald ändern. '81 erwarb er ein Grundstück an der heutigen Karl-Heine-Straße. Die Mitarbeiterzahl wuchs nun stetig. 1890 besaß das Werk seine eigene Stahlgießerei und bereits hunderte Mitarbeiter. Am 24. Juni 1900 starb Rudolf Sack im Alter von 74 Jahren und sein Sohn Paul übernahm die Firma fortan. In den folgenden Jahren übertraf er immer wieder die Ziele und expandierte, wo es nur ging. Etliche neue Grundstücke kamen hinzu, viele weitere Mitarbeiter konnte er für sich gewinnen. Es gab etliche neue Produktionslinien und Fertigungsabschnitte auf mittlerweile 75.000 Quadratmeter Nutzfläche, die allesamt beliefert wurden von gleich 3 Gleisanschlüssen. Zum 50-jährigen Jubiläum 1913 hatte das Werk über 2000 Mitarbeiter. Besonders schwer traf die Firma die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre. 1930 musste man im Zuge dieser mehr als die Hälfte der Mitarbeiter entlassen und das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. 2 Jahre später hatte man nur noch 65 Angestellte und 31 Auszubildende. Um die Firma zu retten, mussten eben 95% der Mitarbeiter entlassen werden. Doch die Kommanditgesellschaft überstand diese Zeit. Übrigens war die Pflugfabrik Rudolf Sack, so hieß sie nämlich mittlerweile, deutschlandweit der führende Hersteller für Land- und Flugmaschinen. Zumindest bis 1945. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Mitarbeiter im Zuge der Wehrpflicht eingezogen. Vermutlich erhielt man deswegen 1942 1570 Zwangsarbeiter. Allerdings wurde in dieser Zeit weniger für Landmaschinen produziert, sondern mehr für die Rüstung. Da das Werk sehr zentral gelegen war, war es oft Ziel feindlicher Bomberangriffe über Leipzig. Kein Wunder, dass es mit Kriegsende besonders viele Schäden verzeichnen musste.
Mit Ende des Krieges, also im April 1945, wurde das Werk erst stillgelegt und im Mai wieder geöffnet, anschließend beschlagnahmt und 1948 in den volkseigenen Betrieb Bodenbearbeitungsgeräte, kurz BBG, umgewandelt und verstaatlicht. Über die Jahre wurden dem VEB viele andere Firmen rings um Leipzig zugeordnet und die Mitarbeiterzahl stieg auch wieder auf über 2000 an. Auch in dieser Zeit blieb man der Urgesinnung treu und baute nach wie vor Maschinen für den landwirtschaftlichen Bedarf. Mit dem Ende der 80er Jahre hatte der volkseigene Betrieb über 4000 Beschäftigte und erwirtschaftete mehrere hundert Millionen DDR-Mark im Jahr. Nach der Wende sollte eine Reprivatisierung stattfinden, die auch mehr oder weniger glückte. Bis heute ist die BBG GmbH am Markt, auch wenn als Tochter der Amazonenwerke. Die ursprüngliche Fabrik in Plagwitz ist heute längst abgerissen. Den letzten Betriebsteil seht ihr hier in diesem Video. Dieser ist aber mittlerweile auch schon wieder saniert und als Wohnhaus voll vermietet. Das soll es jetzt auch von diesem Video gewesen sein. Wenn ihr da noch weitere Informationen möchtet, schmeiße ich euch gerne in die Infobox noch einige Links dazu rein. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns gerne, wenn ihr möchtet, nächste Woche wieder. Vergesst den Like-Button nicht und wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann abonniert uns gerne. Bleibt gesund, macht's gut, bis bald und ciao.